Hallo und herzlich willkommen hier bei Werkstatt Zukunft. Hinter uns ist der Oldenburger Bahnhof zu sehen, wo ein reges Kommen und Gehen herrscht. Auf einem Bahnhof finden Ankunft und Abreise statt. Womit wir auch bei unserem heutigen Thema wären. Wir lernen heute Migranten und Migrantinnen kennen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gereist sind, um sich hier ein Leben aufzubauen. Weil Migration und Integration in unserer Gesellschaft heiß diskutierte Themen sind, hat Werkstatt Zukunft dazu bereits 2 Sendungen aufgezeichnet. Es geht darum zu begreifen, was eine gelungene Integration ausmacht. Neben der Sprache und der Toleranz ist vor allem eine berufliche Tätigkeit entscheidend. Bei mir ist Andreas Büttner, der das ganze Projekt begleitet hat und bei Werkstatt Zukunft von Anfang an mit dabei war. Andreas, warum ist es so wichtig, dass wir uns in unserem Projekt mit dem Thema Integration beschäftigen? Du hast es schon gesagt, es ist ein heiß diskutiertes Thema. Seit einigen Jahren beschäftigt es uns besonders intensiv, weil viele Geflüchtete ins Land gekommen sind. Es ist aber kein neues Thema. Wenn ich denke an die Oldenburger Geschichte, dann hatte die Stadt bei Kriegsende ungefähr 80.000 Einwohner. Ein Jahr später waren es 120.000, weil Geflüchtete und Vertriebene aufgenommen worden sind. Das hat man mit einer großen Selbstverständlichkeit gemacht. Einfach war das nicht. Die Zeiten damals waren viel, viel schwieriger als heute. Und es ist doch gelungen. Aber es hat letztlich auch eine Generation gedauert, bis es dann soweit war, dass alle hier sich zu Hause fühlen konnten. Und deshalb ist es so wichtig, schnell dabei zu sein, wenn Menschen ankommen, dass sie hier ihren Platz finden. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe. Die Universität ist voll von Menschen, die kommen, um hier zu studieren, um hier zu arbeiten, die dann auch wieder in ihre Heimatländer zurückgehen. Das Theater ist voll mit Menschen aus aller Herren Länder, die hier als Tänzer, als Opernsänger, weniger als Schauspieler, weil da die deutsche Sprache noch eine andere Rolle spielt, tätig sind. Aber auch da ist die Vielfalt sehr, sehr groß. Und man sieht einfach, dass wir eine ganz bunte, multikulturelle Gesellschaft sind, mit vielen Menschen, die hier inzwischen gut zu Hause sind, sich wohlfühlen und einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesellschaft und zu unserem Zusammenleben leisten. Deshalb haben wir bei Werkstatt Zukunft vor 3 Jahren angefangen, uns mit diesem Thema mit Jugendlichen zu beschäftigen, ein Jugendprojekt zu religiöser Vielfalt und Grundwerte gemacht. Wir waren in der Synagoge, in der Moschee, im jesidischen Forum, in einer evangelischen und einer katholischen Kirche. Und die jungen Menschen haben mit Fachleuten gesprochen und das ist eine unserer Sendungen geworden. Dann kam eine Zeit später ein Projekt, auch junge Menschen erkunden die Lebenswelt älterer Menschen mit Migrationserfahrung, die seit vielen Jahrzehnten hier sind, in der fremden Heimat jetzt alt werden und sich hier mehr oder weniger zu Hause fühlen. Da haben sie davon erzählt und es war sehr aufschlussreich, gerade für junge Leute zu sehen, wie das so heute gehen kann. Und dann ist jetzt das Projekt ein dreifaches. Unsere erste Sendung hat sich mit Sprache und Integration beschäftigt. Die zweite mit Offenheit und Toleranz im Zusammenhang mit Migration. Und jetzt unsere heutige Sendung, Ausbildung als wesentlicher Teil der Integration, damit Menschen beruflich tätig sein können, etwas beitragen können für unsere Gesellschaft, für ihre Entwicklung und ein wertvolles Glied der ganzen Gemeinschaft werden und sind. Vielen Dank, Andreas. Wir machen uns jetzt auf den Weg quer durch Oldenburg und lernen viele spannende Menschen kennen, die uns etwas über sich erzählen werden. Unsere erste Begegnung haben wir heute mit einer jungen Frau, die unter anderem nach Deutschland gekommen ist, um hier Pharmazie zu studieren. Gerade stehen wir vor einer von vielen Ludwig-Fresenius-Schulen in Deutschland, in denen man die verschiedensten Ausbildungen und Fortbildungen absolvieren kann. Heute sprechen wir mit Berivan Chechmus, die hier ihre Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolviert hat. Hallo Berivan. Hallo. Warum hast du dich für die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin entschieden und was kann man sich genau unter dem Beruf vorstellen? Mich hat es schon immer die Wirkung der Arzneimittel interessiert und wie es zur Heilung kommt und Besserung der Symptome, was alles so geschieht. Und um das präziser zu wissen und genauer kennenzulernen, habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Was man sich unter dem Beruf vorstellen kann, das ist einer der verantwortungsvollsten Berufe, wo man sehr wachsam
sein und bleiben muss. Es handelt sich schließlich um die Gesundheit der Menschen. Jedes Symptom, jeder Satz, den der Kunde sagt, kann entscheidend sein. Wichtig, hauptsächlich geben wir Arzneimittel ab und beraten dazu. Zum Teil stellen wir die Arzneimittel vor Ort in der Apotheke her und wir sind bei einigen, natürlich führen wir auch Dokumentation dazu. Bei einigen Arzneimitteln sind wir sogar verpflichtet zu dokumentieren, beispielsweise bei Betäubungsmitteln und Tierarzneimitteln. Und was hat dir besonders gefallen an der Ausbildung hier, an der Schule? Die Arbeit im Labor war ein großes Vergnügen, weil wir selber Versuche durchführen durften, unsere Ergebnisse vorzeigen durften, Protokoll dazu schreiben und natürlich auch Arzneimittel herstellen. Die Zeit ist sehr schön gewesen und die fehlt mir jetzt, auch wenn ich im Beruf bin. Berivan, du bist Muslima und trägst auch ein Kopftuch. Begegnen dir deshalb Vorbehalte oder sogar Ablehnung? Bisher nicht, wobei ich nicht seit langer Zeit im Beruf bin. Ich habe mit meinem Praktikum im Oktober angefangen, aber auch während der 2 Schuljahre durfte ich so keine unangenehmen Erlebnisse erleben. Ich hatte ganz freundliche Klassenkameraden gehabt und sehr nette und gute Fachkräfte, Lehrer und Lehrerinnen, an erster Stelle meinen Klassenlehrer Herr Neugebauer. Das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Und du hast deine Heimat Syrien verlassen. Wann war das und wenn man fragen darf, warum? Das ist im September 2015 gewesen. Der einzige Grund gewesen ist Krieg und die einzige Möglichkeit und die beste Lösung war nämlich Flucht, weil die Lage nicht mehr unerträglich war, dass man sich kein Leben da vorstellen konnte. Und ich bin hierher gekommen, ja, und nun bin ich seit über 4 Jahren in Deutschland. Und wie war das Ankommen in Deutschland für dich? Am ersten Tag war es schön. Man freut sich dann, wenn man endlich in Sicherheit landet. Und Deutschland ist Traum der vielen. Aber im Nachhinein ist es sehr schwer gewesen, vor allem das erste Jahr. Man kennt niemanden, keine Stadt, keine Straße, keine Person. Man kann die Sprache gar nicht, was mir sehr schwer fiel. Also für mich ist das eine Herausforderung gewesen und ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages die Sprache beherrschen werde. Es gab Zeit, wo ich auch zurück wollte, weil die Sprache mir dermaßen schwer fiel. Es war hochkompliziert und hochschwierig. Ich habe mich gequält. Ich habe Tag und Nacht wieder die Sprache gelernt. Und der einzige Grund war, wo ich also zurück wollte, dass ich die Sprache nicht kann und nicht lernen werde. Und wenn man in einem fremden Land das größte Hindernis, nämlich die Sprache, nicht überwinden kann, was soll man in einem Land? Man wird nie weiterkommen. Das durfte ich aber nicht. Also ich durfte das Land nicht verlassen, weil ich im Asylverfahren war. Ich bin jetzt auch froh, dass es so gewesen ist, dass ich das Land nicht verlassen durfte und da bleiben müsste, weil es total verkehrt gewesen wäre. Welche Sprachen sprichst du eigentlich und was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, dann doch die deutsche Sprache zu lernen?
Meine Muttersprache ist Kurdisch und ich beherrsche Arabisch, weil das ist die Sprache des Landes in Syrien. Englisch musste ich auch während der Schulzeit lernen und Französisch. Französisch beherrsche ich gar nicht, weil ich die Sprachen vernachlässigt habe, was ich jetzt bitter bereue. Englisch kann ich einigermaßen und selbstverständlich Deutsch, da ich mich in Deutschland aufhalte. Was mir geholfen hat, natürlich, dass ich Englisch konnte und ganz viele deutsche Freunde habe, ja, die mich unterstützt haben, und ich habe mich gerne abfragen lassen und jedes Mal um Korrektur gebeten habe, wenn da ein Irrtum auftaucht, dass sie sagen, stopp, so wird der Satz nicht aufgebaut, sondern so wird es gesagt. Du bist ja jetzt in den letzten Zügen deiner Ausbildung. Wie geht's dann für dich weiter? Ich bin im Moment im Praktikum bis Ende März und im April muss ich eine Prüfung ablegen. Danach bin ich fertig mit meiner Ausbildung und möchte mich gerne auf Pharmaziestudium bewerben, weil ich ja vorhab zu studieren. Hast du den Wunsch, auch irgendwann nochmal nach Syrien zurückzukehren? Die Frage wird mir häufig gestellt, die sich leider nicht so leicht beantworten lässt, weil ich inzwischen hier in Deutschland ein geregeltes Leben habe und zahlreiche Freunde und Bekanntschaften, die entstanden sind. Die Entscheidung wird mir nicht leicht fallen und ich kann auch jetzt nicht beantworten, was in 10 Jahren wird oder wie es in 10 Jahren aussieht. Wobei ich mir selber manchmal widerspreche und sage, warum muss ich mich am Ende für ein Land entscheiden und nicht für die beiden Länder? Ja, dann wünschen wir dir viel Glück, weiterhin viel Erfolg und danke für das Interview. Sehr gerne. Dankeschön. Wir bedanken uns zunächst einmal bei Herr Professor Metzgerill, für Ihr Kommen. Und wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Thema Ausbildung. Und die erste Frage ist, was denken Sie, ist unabdingbar für eine gelungene Ausbildung eines Migranten oder einer Migrantin? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante Frage. Und da wir uns ja darauf verständigt haben, dass ich kurz antworte, würde ich sagen, also was immer Migrant, Migrantin heißt, ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht genau, was damit gemeint ist. Mhm. Ja. So, wenn damit Menschen gemeint sind, ja. Wenn damit junge Menschen gemeint sind, die sozusagen in der Gegenwart leben und Ambitionen haben und aber auch mit Pflichten konfrontiert sind, zum Beispiel mit der Pflicht, über Berufstätigkeit und Erwerbstätigkeit Geld zu verdienen. Ja, das ist ja irgendwie sowas, was wir so eingerichtet haben, kulturell und gesellschaftlich. Ja? Und woran sich auch alle irgendwie gewöhnt haben, als ob das normal sei und so. Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um Menschen handelt, die in dieser gesellschaftlichen Konstellation ihr Leben zu entwerfen und zu gestalten haben, dann gilt für diese Migrantinnen das Gleiche, was für alle anderen gilt. Und eine gelungene Ausbildung ist vielleicht eine Ausbildung, die zwei Kriterien genügt, die häufig in einem Spannungsverhältnis stehen. Das eine Kriterium wäre, über Ausbildung eine Art von Möglichkeit zu haben, ein einkömmliches Leben zu führen. Also einem Beruf nachzugehen, der irgendwie interessant ist, einem Beruf nachzugehen, der mir finanzielle Möglichkeiten offeriert, einem Beruf nachzugehen, der meine Gesundheit nicht ruiniert, wie es bei vielen Migranten und Migrantinnen insbesondere im 20. Jahrhundert gewesen ist in Deutschland, einen Beruf nachzugehen, der interessant ist und so weiter und so weiter. Und zugleich eine Ausbildung zu haben, die
mir es ermöglicht, auch über die Beruflichkeit hinaus ein würdevolles Leben zu führen. Und das ist, glaube ich, ein Kriterium, was jetzt nicht migrationsspezifisch ist, sondern allgemein. Berufliche Ausbildung von Migranten und Migrantinnen scheitern aber leider überdurchschnittlich oft. Woran würden Sie sagen, liegt das? Na, das weiß ich gar nicht so sehr, ob sie überdurchschnittlich oft scheitern. Das müsste man sich angucken in den unterschiedlichen Bereichen. Auch da wiederum ist die Frage, wen meinen wir denn mit Migrant, ja, in dem Zusammenhang? Wenn Sie sich zum Beispiel vergegenwärtigen, dass in Frankfurt am Main in der Altersgruppe unter 5 Jahren 70% als mit Migrationshintergrund gelten, dann stellt sich die Frage, was meinen wir eigentlich mit Migrant, Nicht-Migrantin, Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund und so weiter. Und ich glaube, dass sozusagen in der Gruppe derer, die das M tragen, die das M-T-Shirt tragen, ja, so, dass in der Gruppe dieser ganz schön viele Unterschiede sind. Ja. Fast genauso viele, vielleicht sogar noch mehr Unterschiede, oder wahrscheinlich genauso viele Unterschiede wie in der Gruppe derer, die das T-Shirt Non-M tragen. Ja, so. Also das heißt, diese Gegenüberstellung ist irgendwie schwierig. Und was bedeutsam ist, ist, glaube ich, dass wir Ausbildungsstrukturen schaffen, die zwei Punkte vielleicht erfüllen. Das eine ist, es sollen Ausbildungsstrukturen sein, die sozusagen eine sinnvolle, attraktive und realistische Perspektive ermöglichen. Und das Zweite ist, sie sollen sozusagen die Bildungsbiografien, die Lernbiografien der jungen Menschen in Rechnung stellen und wahrnehmen. Wir waren vorhin beim Thema Sprache, also beispielsweise auch Mehrsprachigkeit und unterschiedliche Sprachformen berücksichtigen und in Rechnung stellen. Und was meinen Sie denn, welche Vorteile hat es für deutsche Betriebe, wenn eine Migrantin oder ein Migrant sich ihrem Team anschließt? Also mit Deutschbetrieben würde ich jetzt verstehen, Unternehmen, Betriebe, die in Deutschland ansässig sind. Also zum Beispiel Pizzerien oder Dönerläden. Oder indische Restaurants oder eine sogenannte türkische Schneidereienkette. Also ich sage das natürlich, um deutlich zu machen, dass Deutschland ein unglaublich pluraler Kontext ist. Und wenn wir von deutschen Betrieben sprechen, dann sind das nicht nur Betriebe, in denen Deutsch die erste Sprache ist, sondern wir haben eine Vielfalt von sozusagen auch Ökonomien, die unterschiedliche Sprachformen, unterschiedliche, wenn man so will, ethnische Hintergründe und so weiter haben. In jedem Fall hat jeder Betrieb eine ganze Menge davon, gute Angestellte zu haben und Strukturen zu schaffen, in denen Angestellte gute Angestellte werden können. Und ich würde gar nicht so sehr jetzt darüber nachdenken, was deutsche Betriebe von Migranten und Migrantinnen haben, weil das dann eine Logik ist, die Migranten und Migrantinnen in die Situation bringt, deutlich zu machen, welchen Profit ein Unternehmen davon hätte, dass gerade ich eingestellt werde. Das, glaube ich, ist eine falsche Logik. Es ist Aufgabe in einem demokratischen Rahmen, dass Betriebe in einer nicht diskriminierenden Art und Weise auch ihre Personalpolitik betreiben. Und dass sie zum Beispiel nicht Frauen diskriminieren. Dass sie nicht Menschen benachteiligen, die schwul, lesbisch sind. Dass sie nicht Menschen benachteiligen, die nicht weiß sind und so weiter und so weiter. Sie haben davon, dass sie ihrem demokratischen Anspruch genügen. Im Kontext der Flüchtlingsmigration der letzten Jahre haben vor allem junge, alleinstehende Männer die öffentliche Wahrnehmung bestimmt und Frauen haben eher eine untergeordnete Rolle in dem Bereich gespielt, obwohl rund 45% der Geflüchteten in Europa Frauen sind und in Deutschland seit 2015 insgesamt über 4.000
genau, 450.000 Frauen einen Asylantrag gestellt haben. In Bezug auf das Thema Ausbildung von Geflüchteten bestätigt sich dieses Bild. Und geflüchtete Frauen sind, wie oftmals auch in ihren Herkunftsländern, seltener in Ausbildung als Männer. Warum würden Sie sagen, ist das so? Naja, also ich würde sagen, es ist gewissermaßen eine doppelte Form der selektiven Aufmerksamkeit, die dazu beiträgt, dass Migrantinnen, migrierte Frauen, geflüchtete Frauen aus dem Blickfeld der öffentlichen Wahrnehmung und Beschäftigung geraten. Der eine Punkt wäre, dass das eine patriarchale Aufmerksamkeitsrichtung ist. Also dass im Blick auf Gesellschaft ja, der patriarchale Blick zunächst das Männliche sieht, ja, und Männer adressiert als mögliche Auszubildende, Männer adressiert als mögliche Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Ja, so. Also diese Leerstelle gewissermaßen ist eine Leerstelle des patriarchalen Blicks, Nummer eins. Nummer zwei, Europa in der griechischen Mythologie ist eine syrische Prinzessin, die von Zeus entführt wird und auch nach Kreta gebracht wird, wo sie drei Kinder zeugen. Und der Ort, an dem sie das tun, wird Europa genannt, wird nach Europa benannt. Ja. Das ist schon interessant, darüber müssten wir länger sprechen, aber wir haben keine Zeit, ja, dass das eine syrische Prinzessin ist. Das ist sehr interessant. Ja. Diese syrische Prinzessin verwandelt sich im Laufe der Geschichte Europas in eine weiße Frau. Ja, und es gibt sozusagen eine, und also es steht, die weiße Frau ist ein Emblem für Europa. Und das ist die zweite Aufmerksamkeitsrichtung, die viel mit rassistischen Bildern zu tun hat, in denen sozusagen der nicht weiße Mann zur Gefährdung Europas wird. Ja, der nicht weiße Mann wird zur sexuellen oder terroristischen Gefährdung Europas. Und dieses Bild, diese rassistische Figur haben wir seit 2015 in hoher Intensität erlebt. Also eine doppelte Aufmerksamkeitsrichtung, die sozusagen einem patriarchalen und auch rassistischen System entspringt, führt dazu, dass migrierte Frauen vergessen werden. Sie sind Professor für Migration und Bildung an der Karl von Ossetzky-Universität in Oldenburg und eben dort Direktor des Center for Migration Education and Cultural Studies in Sachen Ausbildung. Welche Impulse benötigt das deutsche Ausbildungssystem am dringendsten? Also bis Freitag hat das gestimmt, ja, was Sie sagen. Seit Samstag bin ich Professor an der Universität Bielefeld und muss das schöne Oldenburg, oder was heißt muss, ja, und verlasse das schöne Oldenburg und auch das schöne CMC, das Center. Die Impulse für das Ausbildungssystem, also ich würde sagen zwei. Also es scheint in diesem Gespräch so irgendwie so eine Macke von mir zu sein, immer von zwei Punkten zu sprechen. Der eine Punkt ist, das Ausbildungssystem sollte, wie alle Bildungssysteme, so weit wie möglich auf die Ethnisierung gesellschaftlicher Verhältnisse verzichten. Das heißt, sie sollte so weit wie möglich auf diese Unterscheidungskategorien verzichten, die ethnische Gruppen aufrufen. Türken, Deutsche, Albanerinnen und so weiter und so weiter und glauben, dass diese ethnischen Gruppen eine spezifische Aufmerksamkeit benötigen, dass diese ethnischen Gruppen irgendwie eine besondere Herausforderung darstellen und so weiter. Das ist ein Denken, was meines Erachtens nicht nur kontraproduktiv, sondern gefährlich ist. Das wäre das eine, der eine Impuls für das Ausbildungssystem. Und der zweite Impuls wäre, Ausbildungssysteme deutlich weniger zu gestalten als Disziplinierungsinstitutionen, wo sozusagen gelernt werden muss, was gelernt werden muss, wo gelernt werden muss, was gelernt werden muss, sondern stärker zu gestalten als Bildungsräume. Jetzt nochmal dann speziell zur Arbeit zurück. Und zwar ist der Begriff des Gastarbeiters ja eigentlich so ziemlich vom Tisch. Und vor 50 Jahren brauchte Westdeutschland ungelehrte Kräfte, von denen die Politik dann gehofft hat, dass sie sich nach vollbrachter Tat ja wieder in ihre Heimat verabschieden würden. Heute werden in Deutschland ja aber ausländische Fachkräfte auch gesucht.
Und was würden Sie Kindern von Einwandererfamilien auf dem deutschen Arbeitsmarkt wünschen? So wenig Diskriminierung wie möglich. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns nochmal und vielen Dank, dass Sie hier bei Werkstatt Zukunft mit uns das Interview geführt haben. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Ihr seid ja auch da. Willkommen bei Werkstatt Zukunft. Wir sind heute hier in der Goldschmiede. Wir haben uns ja bei Werkstatt Zukunft mit dem Thema Integration beschäftigt. Wir sind nun in der Goldschmiede Tito und gleich lerne ich den Ausbilder Fatih Ses kennen und seine Auszubildende Lotta Kors kennen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch und ich freue mich. Let's go! Hallo! Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Hallo. Hallo. Fatih, deine Eltern sind in der Türkei geboren und du bist die ersten Jahre im Ruhrgebiet in einer türkischen Community aufgewachsen. Und du konntest damals kaum ein Wort Deutsch. Jetzt treffen wir dich hier als Geschäftsführer der Goldschmiede. Weiter zeigst du auch jüngeren Generationen das Handwerk des Goldschmieds. Wie gestaltet sich dein Weg bis hierhin zum Goldschmied? Ich habe einen recht nichtlinearen Weg gehabt. Ich bin, wie gesagt, im Ruhrgebiet geboren und habe dort die ersten 8 Jahre verbracht. Im Anschluss bin ich nach Norddeutschland gezogen und habe den ganz klassischen Schulweg bestritten. Grundschule, damals gab es die Orientierungsstufe noch. Und dann ging es aufs Gymnasium und dann mit Biegen und Brechen Abitur. Und im Anschluss habe ich Informatik studiert, nicht ganz zu Ende und habe in der Zwischenzeit meine jetzige Frau kennengelernt, die da schon Goldschmiedin war. Und dann hat die sich selbstständig gemacht und ich habe die Liebe zu diesem Beruf entdeckt. Darum bin ich ausgestiegen aus der Informatik und eingestiegen ins Goldschmiedehandwerk. Jetzt sitze ich hier. Mal zu einer etwas persönlicheren Frage. Fühlst du dich der Türkei genauso zugehörig wie Deutschland? Nicht ganz. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und habe im Grunde genommen alle meine Anker hier in Deutschland gesetzt. Ich bin mit einer Deutschen verheiratet, habe ein Kind, was nur Deutschland kennt. Und zur Türkei habe ich Verbindungen natürlich, weil meine Eltern daherkommen, weil mein Vater dort jetzt auch lebt, weil eine Schwester von mir dort lebt. Ansonsten kenne ich die Türkei auch nur als Reiseland und dementsprechend sind die Verbindungen dahin nicht ganz so stark wie nach Deutschland. Aber es ist auch nicht so, dass ich keinerlei Verbindung zur Türkei hätte. Was möchtest du auch Menschen mit auf den Weg geben, die aufgrund ihres Migrationshintergrunds Schwierigkeiten haben, sich hier zu integrieren und hier anzukommen und auch eine Ausbildung zu beginnen? Grundsätzlich würde ich sagen, lernt die Sprache und zwar so gut, wie es geht, so schnell, wie es geht. Das ist das Wichtigste, was man im Zusammenleben mit Deutschen überhaupt braucht. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da ich als Kind ohne große Sprachkenntnisse eingeschult wurde, wie schwierig die ersten Tage waren und wie einfach es wurde, nachdem ich die Sprache konnte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, informiert euch, wie die kulturellen Gepflogenheiten hier in Deutschland sind. Das hilft auch ungemein. Wenn man mit jemandem zusammenarbeiten möchte, aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum er auf Situationen auf diese oder diese Art reagiert, wird es auch sehr, sehr schwierig. Also
Integration ist in meinen Augen nicht ein einfaches Abkupfern, sondern ein Lernen von den Deutschen oder halt dem Volk, in das man sich integrieren möchte, was ja auch bedeutet, man möchte es. Wenn man das Gefühl hat, ich kann hier so weiterleben, wie es in meinem Ursprungsland war, und erwarte aber, dass sich mein komplettes Umfeld auf mich einstellt und alles Dahingehende unternimmt, damit ich mich wohlfühle, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also für mich wäre es jetzt zum Beispiel undenkbar, jemanden einzustellen, der sagt, ich rede nicht mit Frauen, weil das gegen meine religiösen Verpflichtungen widerspricht. Ich habe keine persönlichen Nachteile aufgrund der Herkunft meiner Eltern gehabt, weil ich ganz zügig, nachdem ich nach Norddeutschland gezogen bin, deutsche Freunde hatte und im Grunde genommen ausschließlich mit deutschen Freunden groß geworden bin. Innerhalb der Familie war natürlich türkische Kultur und alles, was dazu gehört, aber während der Schulzeit und während der Freizeit habe ich immer Kontakt zu Deutschen gehabt und das hat mich schon dahingehend geprägt, dass ich die Deutschen verstanden habe und auch die Deutschen mich. Darüber hinaus hat mir, das weiß ich jetzt als Erwachsener, ungemein geholfen, dass ich nicht wie ein typischer Türke aussehe. Ich habe blaue Augen und als ich noch Haare hatte, waren die nicht schwarz. Und wenn ich das vergleiche mit meinem Bruder, der sehr wohl wie ein Türke aussieht, weiß ich, dass er unter deutlich größeren Anfeindungen zu leiden hatte als ich. Oder ich erinnere mich an Situationen beim Einkaufen. Als Grundschulkind musste meine Mutter ständig ihre Tasche öffnen und der Kassiererin zeigen, dass sie da auch nichts versteckt hat. Im Gegensatz zu allen anderen, die an der Kasse standen. Und ich habe mich als Kind gefragt, das kann doch nicht sein, wo ist der Grund? Weil meine Mutter so gläubig war, dass sie niemals auch nur die kleinste Kleinigkeit eingesteckt hätte. Aber das sind so ganz kleine Anfeindungen, mit denen ich zu tun hatte. Ansonsten war ich immer mitten in der Gesellschaft, was ich ja auch nach wie vor bin. Aber interessant aus, was du da gerade machst. Was wird das denn eigentlich? Das wird, wenn es fertig ist, eine Fassung für einen Stein, für diesen hier. Der passt dann da am Ende rein und dann kommt das Ganze auf einen Ring. Wow. Ja. Wolltest du schon immer Goldschmiedin werden? Nein, das hat sich durch Zufall ergeben und letztendlich bin ich sehr froh, dass ich hier gelandet bin und es macht sehr viel Spaß. Und machst du dir Gedanken darüber, dass dein Lehrherr einen Migrationshintergrund hat? Nein, das ist, spielt keine Rolle. Mir war am Anfang ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass er einen Migrationshintergrund hat, sagen wir mal so. Also es wäre mir nicht aufgefallen. Deswegen, nö, überhaupt nicht. Was macht dir denn am Beruf Goldschmied am meisten Spaß? Dass man etwas schafft quasi mit seinen Händen, was für andere Menschen eine ganz große Bedeutung haben kann. Und was ich so gut fand quasi auch an der Idee, dass man etwas herstellt, was theoretisch noch in Jahrzehnten Bestand haben kann. Also dieser Gedanke dahinter. Eine Frage an dich, Fatih. Wenn ich jetzt bei dir eine Ausbildung anfangen wollen würde, welche Voraussetzungen müsste ich dafür mitbringen?
Wie in jedem Handwerksbetrieb müsstest du rein formal einen Hauptschulabschluss haben, zumindest. Das spielt aber für uns gar keine so große Rolle. Bei Lotte haben wir zum Beispiel nie ein Zeugnis gesehen. Das hat uns nicht wirklich interessiert, weil der menschliche Aspekt uns viel wichtiger war. In unserem kleinen Team hier an diesem Arbeitstisch ist es viel, viel wichtiger, dass man sich als Mensch versteht. Und das überprüfen wir anhand eines zweiwöchigen Praktikums. Da merkt man relativ schnell, ob jemand total untalentiert ist, was den Beruf angeht, oder ob er als Mensch überhaupt nicht ins Team passt. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist der Kundenumgang. Und das ist eine Geschichte, für die braucht man sehr, sehr viel an Empathie, aber auch sehr viel an Bildung. Wenn unsere Kunden, die durchweg hochgebildet sind, merken, dass jemand sehr schlicht ist, wird es schwierig, eine Kommunikation aufzubauen. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass genau das geschieht. Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei euch. Vielen Dank für eure Zeit und für das Interview. Gern geschehen. Und es war sehr spannend zu sehen, was ihr alles in Handarbeit herstellen könnt. So, hiermit verabschiede ich mich jetzt. Ich bleibe noch ein bisschen weiter hier in der Goldschmiede und für Sie geht es jetzt weiter mit der Sendung zur Ausbildung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Nach einem kleinen Handwerksbetrieb kommen wir jetzt zu einem größeren Handelsbetrieb. Wir stehen gerade vor den Türen von Möbelbus, ein mittelständiges lokales Unternehmen hier in Oldenburg. Mit uns hier ist Anas. Hallo, ich bin Anas und ich bin aus Syrien, seit 4,5 Jahren hier in Deutschland. Ich glaube, wir sind ganz gespannt zu sehen, wie es drin aussieht. Gehen wir dann rein? Ja, gerne. Kommen Sie mit. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin schon geflüchtet, also seit 4,5 Jahren bin ich schon über viele Länder schon gekommen, also in der Türkei und dann Spanien, Marokko erstmal und dann Spanien und dann bis zum Deutschland am Ende. Und zum Möbelbus bist du wie gekommen? Also zum Möbelbus bin ich über BroConnect schon gekommen auch. War ich auch an Arbeitssucher und sie hat schon mich beworben hier bei Möbelbus. Ich bin richtig zufrieden auch mit der Arbeitsklima auch als Familienunternehmen. Also hat man schon das Gefühl, dass man schon bei der Familie ist, auch nicht so kompliziert oder so anders. Ja, Deutschland und Oldenburg ist schon anders Thema, schon gefällt mir gut, ganz anders Kultur. Das war schon am Anfang, ist schon schwierig, zum anderen Kultur kennenzulernen, aber nach 4 Jahren kann ich sagen, ja, bin ich schon daran gewohnt mit fast alles. Ja, die Hauptsache, dass die einzige Sache, was ich nicht daran gewohnt habe bis jetzt, das ist das Wetter. Mohammed, schön, dass wir dich heute an deinem Arbeitsplatz besuchen dürfen, an dem du schon seit 2017 arbeitest. Was sind denn hier deine Aufgaben? Meine Aufgabe in der Abteilung ist die gleiche Aufgabe wie von anderen Mitarbeitern. Ich muss die Kundenberatung, das mache ich auch gerne, und ich muss den Bedarf von den Kunden herausfinden und ich muss die Kundenvorstellung auch umsetzen. Und als erster Verkäufer, ich muss die Abteilungsleiterin vertreten. Ich bin die Vertretung von der Abteilungsleiterin. Und ich muss alle Reklamationen auch bearbeiten. Und ich muss E-Mail schreiben an die Kunden, Kollegen und Hersteller auch. Das ist meine wichtige Aufgabe in der Abteilung. Das klingt nach einer Menge Know-how. Hast du das alles hier bei Möbelbus gelernt? Eigentlich ja. Ich habe meine eigene Erfahrung, als ich Ausland gearbeitet in Dubai. Und hier bei Möbelbus, ich habe meine Erfahrung entwickelt und ich habe mehr Erfahrung gesammelt. Und ja,
ich kann hier sagen, ich habe viele neue Sachen auch gelernt und ich habe meine Sprache verbessert auch Beispiel. Ich habe auch die Fachbegriffe gelernt. Ja, wie du schon gesagt hast, bist du aus Syrien nach Dubai gekommen und hast da 7 Jahre als Verkäufer auch gearbeitet. Warum musstest du da wieder weg? Ja, leider, ich konnte nicht in Dubai mehr bleiben. Und ich habe meine Entscheidung getroffen, dass ich nach Deutschland fliege. Vielleicht habe ich mehr Möglichkeiten. Also war es deine Entscheidung, aus Dubai wegzugehen auch? Ja, richtig. Als ist mein Aufenthalt abgelaufen. Und ich konnte nicht nach Syrien fliegen, wegen unserem Krieg. Und ich dachte für mich, das ist ein bisschen auch gefährlich. Und ich war ratlos. Ich kann nicht, was ich soll machen, für mich selber und für meine Familie. Und ich habe meine Entscheidung, dass wir, wie gesagt, nach Deutschland fliegen. Und ich bin seit 2015 in Deutschland. Leila, du hast ja hier im August jetzt deine Ausbildung als Verkäuferin angefangen. Wie lief die erste Woche denn so? Ja, genau. Also war richtig gut. Meine erste Woche habe ich viele Aufgaben gekriegt und habe ich Aufstellung aufgeräumt und Schilder ausgedruckt, verteilt. Das war's. Mohammed hat uns ja erzählt, wie sein Weg nach Oldenburg und zum Möbelbus war. Wie war das bei dir? Also selbe wie Mohammed. Also war ich in Syrien. In Syrien war gekriegt. Dann haben wir nach Türkei also gefahren. Eine Monate ungefähr. Ich war mit meinen Geschwistern. Dann haben wir nach Deutschland gefahren. Also geflogen. Und wie bist du auf Möbelbus gekommen? Richtung Proktinet. Ja, die haben also meine Bewerbung hier geschickt. Dann habe ich erstmal Vorstellungsgespräch gehabt, dann Ausbildungsplatz gekriegt. Und wie alt warst du dann, als du nach Deutschland gekommen bist? 13. Mit 13 musst du dann doch bestimmt auch noch mal in die Schule, oder? Ja, genau. Also erstmal Sprachlernklasse, 2 Jahre, nee, 1,5 Jahre, dann 8. Klasse. Habe ich 8. Klasse geschafft, Berufsschule. Dann war ich in Berufsschule, 2 Jahre geblieben. Dann habe ich meinen Abschluss gekriegt, dann Ausbildungsplatz. Und warum hast du dich für die Ausbildung als Verkäuferin entschieden? Ich habe ein paar Praktikum gemacht Richtung Einzelhandel, hat mir richtig gefallen. Das freut uns sehr und wir wünschen dir alles Gute für deine Ausbildung. Danke. Du bist ja jetzt dann in Oldenburg gelandet. Wie bist du in dieses Unternehmen gekommen? Ja, als ich neu in Deutschland war, natürlich habe ich auch einen Integrationskurs besucht. Und in dem Kurs, ich habe viele Sachen oder Informationen gehört über BearConnect. Und meine Lehrerin, eine deutsche Lehrerin hat mir empfohlen, dass ich muss unbedingt BearConnect Firma besuchen, einmal vorbeikommen und nachfragen, was kann die BearConnect für mich anbieten oder wie kann BearConnect mir helfen. Ja, und ich habe nochmal die Entscheidung getroffen, gesagt, ich versuche mal, was ich gehe zu BearConnect und ich kann nachfragen, was kann sie für mich machen. Und bei BearConnect, ich habe einen Termin gehabt und die BearConnect hat mir eine Stelle als Praktikant bei Mobilbus gemacht und das dauert vor 3 Monaten. Und wegen meinem Praktikum hat meine Chefin und mein Chef mir ein Angebot angeboten, dass ich kann hier bleiben als Mitarbeiter. Ja, so das hat gut geklappt. Herr Schorn, Sie beschäftigen hier Geflüchtete und bilden sie aus. Wie kam es dazu? Ach ja, wir haben vor vielen, vielen Jahren ein Gespräch geführt mit BearConnect und haben dann diesen Kontakt gefunden. Und dieser Kontakt ist in den letzten Jahren ausgebaut und es ist von uns, wir sind ein Familienunternehmen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, ein Familienunternehmen. Es ist für uns alle ein Herzenswunsch, so etwas zu machen. Ich habe das mal in einer anderen Runde gesagt, uns geht es allen sehr, sehr gut. Und wir haben die Möglichkeit, an diesem Standort etwas zu tun. Und deswegen ist es für uns alle ein Herzenswunsch, wenn wir die Möglichkeit haben, jungen Menschen eine Aufgabe zu übermitteln.
Und welche Rolle übernimmt der Verein dabei genau? Wir haben mittlerweile zu dem Verein ProConnec ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir sind hier ein reines Handelshaus. Wir haben keinen großen Logistikbereich. Wir haben kein großes Lager, sondern wir sind ein reines Handelshaus und können natürlich dann auch Einrichtungsberater ausbilden. Und ProConnec kommt auf uns zu und sagt, ich habe da mal eine Möglichkeit. Habt ihr Möglichkeiten? Könnt ihr? Wollt ihr? Und. Und wir wollen immer. Wir wollen immer. Das ist meine Devise. Ich möchte nicht probieren, sondern ich möchte gerne, dass wir junge Leute ausbilden und dass junge Leute den Weg mit uns gemeinsam in die Zukunft gehen. Und da sind wir auch mächtig stolz drauf. Super. Wir haben ja gerade schon gehört, alle arbeiten mit und geben sich Mühe. Aber vielleicht nochmal genauer, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Geflüchteten als Mitarbeitern und dem übrigen Team? Auch da gibt es eine Devise von uns und von mir. Die Mitarbeiter, wenn sie bei uns durchstarten, hier innerhalb des Unternehmens, sind sie in diesem Moment Mitarbeiter des Unternehmens. Sie bekommen einen Paten von uns zur Seite gestellt. Dieser Pate geht mit den Mitarbeitern einmal komplett durchs Unternehmen, stellt die Mitarbeiter vor, in allen Bereichen und in den ersten Wochen und Monaten, möchte ich fast sagen, werden diese Mitarbeiter von unserem Teamleiter persönlich betreut und von einem Paten, sodass die Mitarbeiter von der ersten bis zur letzten Minute komplett jemanden an ihrer Seite haben, der mit ihnen den Weg durchs Unternehmen geht, der Fragen beantworten kann und der in den ersten Tagen einmal auch das Unternehmen ein Stück weit vorstellt. Ein tolles Konzept und vielen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen. Sehr gerne. Wir haben ja schon gehört, du bist mehr als zufrieden auch in diesem Unternehmen. Bist du das auch in Oldenburg und gedenkst du in Deutschland zu bleiben? Ich bin in Deutschland nicht glücklich, sondern ich bin überglücklich. Wirklich. Und ich finde Oldenburg oder in überall Deutschland ist sehr, sehr schön. Und ich wollte hier auch bleiben, aber ich glaube, Heimat wie meine Mutter kann man nicht einfach ersetzen. Und wie sagt man auf Deutsch, ob Osten oder ob Westen, zu Hause am besten. Aber ich bleibe hier in Deutschland. Ich glaube, ja, ich bleibe hier. Dann wünschen wir dir viel Erfolg in deinem Lebensweg. Und das freut uns, dass du zufrieden bist. Danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön, das bereitet mich große Freude auch. Dankeschön. Das ist ja schön zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit hier mit den Geflüchteten und dem Team von Möbelbus funktioniert. Genau, das finde ich auch. Und dann gehen wir doch jetzt nochmal dahin, wo die Vermittlung stattfindet, oder? Auf geht's. Ich bin jetzt hier gerade bei ProConnect angekommen und habe Mayra gerade verabschiedet, die leider nicht mehr mit dabei sein kann. Jetzt habe ich einen Termin bei Anja und Katrin. Let's go! Wir sind jetzt hier in der Geschäftsstelle des Vereins ProConnect. Beim Möbelbus haben wir gehört, dass ihr diejenigen seid, die Geflüchtete an den regionalen Arbeitsmarkt vermitteln. Anja, wie habt ihr ganz direkt Mohammed und Leila bei der Suche unterstützt, dass sie nun da stehen, wo sie sind? Ja, beide sind zu ProConnect gekommen, um zu fragen, wie sie denn Hilfe und Unterstützung von uns bekommen können. Und bei Mohammed war das Ganze ja schon, er hat ja schon ziemlich viel Berufserfahrung. Von daher war der Weg natürlich geebnet, dass wir einen direkten Einstieg in den Arbeitsmarkt für ihn gesucht haben. Bei Leila ist es so, sie ist ja noch sehr jung. Da haben wir natürlich nach einer Ausbildung geschaut. Und mit Möbelbus hatten wir dann einen Arbeitgeber, der halt beides abdecken konnte und der offen dafür war. Und wie kann ich mir so eine Vermittlung vorstellen? Ja, es werden erstmal mehrere Gespräche geführt, wo wir einfach mal schauen, was bringt diese Person mit, wo will sie hin und wie können wir dann unterstützen. Und dann schauen wir nach, okay, welche Arbeitgeber haben wir bei uns im Portfolio, die offen sind, mit ProConnect zusammenzuarbeiten. Und dann schauen wir einfach, wo es passt und wir bereiten auch auf Vorstellungsgespräche vor und fahren dann auch mit zu den Vorstellungsgesprächen. Und das hat sich halt auch herausgestellt, dass das auch für unsere Klienten ganz sicher, also viel Sicherheit bringt, dass dann noch jemand auf ihrer Seite sozusagen sitzt. Mhm. Und wie entsteht erstmal der Kontakt zwischen den ausbildenden Unternehmen und euch? Oder wie war es beispielsweise bei Möbelbus? Also es gab bei der Vereinsgründung sehr viele Informationsveranstaltungen für Arbeitgeber. Dadurch hatten wir schon so einen Pool von Arbeitgebern, die sich bereit erklärt haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und da war Möbelbus auch ganz am Anfang schon mit dabei.
Es ist aber auch so, dass wir auch laufend Neuakquise betreiben. Das heißt, wir schauen in die Zeitung, wir schauen ins Internet, wo gibt es gerade Stellenangebote, was könnte interessant sein für unsere Klienten. Und dann nehmen wir dann den Kontakt direkt nochmal auf zu den Arbeitgebern, stellen uns vor und, ja, und vereinbaren dann eine Zusammenarbeit, wenn es von beiden Seiten gewünscht ist. Und den Verein selbst gibt es auch selber noch gar nicht so lange, oder? Nein, ProConnect gibt es jetzt seit Oktober 2015. Ja, gegründet wurde ProConnect aus Initiative von den Serviceclubs Lions und Rotary. Die hatten unbekannterweise voneinander die gleiche Idee gehabt, etwas für Migranten und Flüchtlinge zu tun in Oldenburg in der Region, haben sich dann zusammengetan und haben dann erste Gespräche geführt, auch mit der Stadt Oldenburg und dem Landkreis Ammerland. Und ja, und so kam das dann, dass diese Idee immer weiter zu einem Realismus wurde. Und ja, und dann haben wir am 1. Oktober 2015 mit drei geschäftsführenden Vorständen, ich als halbe Person und noch eine ganze Person, der Herr Kais, der heute auch noch da ist, angefangen. Und ja, und wir sind überrannt worden. Das muss man einfach so sagen, das war unglaublich viel, hat uns aber auch sehr, sehr gut getan und wir haben auch gemerkt, dass wir genau das Richtige gemacht haben zum richtigen Zeitpunkt. Und was bietet ihr euren Klienten neben der Vermittlung noch an? Wir bieten unseren Klienten unter anderem auch Ehrenamtsbegleitung, das heißt bei uns Ausbildungspaten. Da haben wir eine Kollegin, die Frau Kampmann, die kümmert sich da federführend drum. Es geht darum, ja, vermittelt die Klienten, die in Ausbildung sind. Die haben natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen als vielleicht deutsche Auszubildende. Meistens ist es die Sprache und das Sprach- und Leseverständnis auch vor allen Dingen in der Berufsschule. Und dort haben wir dann ehrenamtliche Unterstützer, die an deren Seite sind, die auch aus dem Berufsfeld kommen und wissen, was sie tun. Und dort in Absprache mit der Berufsschule sie weiter mit unterstützen, sodass wir dann auch sicher gehen können, dass sie die bestmögliche Unterstützung zur Bewältigung der Ausbildung bekommen. Gelingt denn die Vermittlung zwischen den Geflüchteten und den Unternehmen immer? Nein, sie gelingt nicht immer. Also wir schauen natürlich individuell und passgenau, wie es denn klappen könnte. Aber natürlich gibt es immer wieder zum Beispiel sprachliche Probleme, wo man dann merkt, im Berufsalltag ist es dann doch noch nicht diese Person so weit, dass man dann sagen könnte, okay, das kann wirklich passen. Oder in der Berufsschule klappt es dann halt nicht so ganz. Da bieten wir dann natürlich auch die Unterstützung an und, durch die Ehrenamtlichen. Weil unser Ziel ist es natürlich auch, dass die Ausbildung erfolgreich absolviert werden kann. Das heißt, auch nach der Vermittlung, wenn die Vermittlung abgeschlossen ist, bleibt ihr zusammen mit dem Klienten und betreut ihn weiter und gibt auch die Möglichkeit, eine Betreuung danach in Anspruch zu nehmen? Ja, wir sagen immer, ProConnect bleibt so lange am Ball, solange wir dann halt gebraucht werden. Also während der Ausbildung ist es so bis zum Ende der Ausbildung. Und während einer Festanstellung ist es immer, da schauen wir immer individuell, schauen wir vielleicht nach drei Monaten oder so, lassen uns ein Feedback von beiden Seiten geben, wie läuft es. Und ja, also wir möchten es nicht abschließen, wenn wir jetzt sagen, okay, diese Person hat jetzt Arbeit oder eine Ausbildung, sondern unser Ziel ist es wirklich, dass unsere Klienten entweder die Ausbildung erfolgreich bestehen oder dann halt auch wirklich gut integriert werden in einen festes Arbeitsverhältnis. Mhm. Dann danke ich euch für eure Zeit und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Vermittlung. Vielen Dank. Hallo Lester, du bist Tänzer und Mitglied der Kompanie hier im Staatstheater Oldenburg. Aufgewachsen bist du auf Kuba und bist dann über Spanien letztendlich nach Deutschland gekommen, wo du deine Ausbildung vervollständigt hast. Warum tanzen? Warum bist du zum Tanzen gekommen? Als kleine Kinder wollte ich eigentlich Musiker werden. Da die Kultur in Kuba auch so groß ist, also in jeder Stadt haben wir eine Schule, eine Kunstschule.
Und da habe ich immer probiert, vielleicht mit Musik, ich wollte Gitarre spielen oder singen. Aber eigentlich hat das nicht geklappt, weil so viele von uns, also Kleine, wollen einfach in die Kunstschule kommen. Also ich habe 2, 3, vielleicht 4 Mal probiert, hat nicht passiert. Und dann, ich denke, mit 10 Jahren habe ich mit Schauspielunterricht angefangen, im Kulturhaus, einfach nach der Schule ein bisschen mich entwickelt. Und mit 11 habe ich zum Tanzen gekommen, aber zum populär, so traditionellen kubanischen Tanz. Dann habe ich wieder die Prüfung in die Kunstschule gemacht, zum zeitgenössischen Tanz. Und da wurde ich aufgenommen. Seit dann, also ich denke, ich war 12 Jahre alt, habe ich dann mit dem zeitgenössischen Tanz angefangen in Kuba. Warum konntest du dir deinen Traum vom Tanzen, und man kann ja vom Traum sprechen, nicht in Kuba erfüllen? Was hat dich dazu bewegt, Kuba letztendlich zu verlassen? Ich konnte wahrscheinlich das Traum von Tanzen in Kuba auch erfüllen, aber da war, ja, meine Familie wollte nach Spanien fliehen. Meine Mutter hat meinen Stiefvater geheiratet und 2 Jahre später habe ich nach Spanien gekommen. Für meine Mutter war das wichtig, dass ich mit meinen Träumen einfach weitermache, und sie hat mich einfach gedrückt, um nach Madrid zu gehen und einfach weiter mit meinem Studium. Mit nur 14 Jahren bist du dann nach Spanien gegangen. Wie war das für dich, so früh dein Zuhause zu verlassen? Ja, richtig. Das mit 40 sind wir noch klein und the brain is like a sponge, sage ich. So, das war ganz einfach, die Wechseln von Kuba nach Spanien. Wir sprechen auch die gleiche Sprache. So, das war kein Problem. Mir war das wichtig, dass ich einfach tanzen kann, und das konnte ich. Dann bist du weiter nach Deutschland. Warum hast du den Schritt hierher gemacht, und vor allen Dingen, wie war das dann mit der deutschen Sprache? Okay. In Deutschland, in der Paluca-Schule, kann man zeitgenössischen Tanz und klassischen Tanz zusammen in einer Ausbildung studieren. Das fand ich ganz, ganz interessant. In Madrid konnte ich nur entweder klassisch oder später modern. In der Paluca-Schule konnte ich beides machen, und ich habe mich da entschieden. Ich habe die Vortanzen gemacht, die haben mich genommen. Ich habe dann das in Dresden wieder gemacht. Das war ein total Jahr. Und dann habe ich meine Mutter erzählt. Und sie meinte, okay, go for it. So, dann deswegen nach Deutschland. Und mit der Sprache, das war ganz schwer. Also ich kann sagen, dass ich habe Englisch hier in Deutschland gelernt. Weil früher konnte ich so wie null Englisch. Und da wir, ich denke, wir waren 14 Nationalitäten in der Paluca-Schule, in meiner Klasse. Wir haben immer auf Englisch gesprochen. Und nach 3 Jahren, würde ich sagen, nach meinem ersten Engagement, dann habe ich weiter mit dem Deutsch gemacht. Ja. Eigentlich sollten wir ein A1-Level von Deutsch haben, bevor wir hier in die Schule kommen. Das haben wir gemacht, aber das ist auch nicht hilfbar. Thank you.
Wie sieht so ein Arbeitstag als Kompaniemitglied eigentlich genau aus? So, ich weiß nicht, ein Beispiel heute zum Beispiel, wir haben immer von montags bis Samstag um 10 Uhr klassisches Training hier in der Ballettkompanie Oldenburg. Das geht ungefähr eineinhalb Stunden. Dann haben wir eine kurze Pause und dann haben wir Proben bis um 2. Eine Stunde Pause und dann weiter bis um 6 Uhr abends. Wir haben einen Gastchoreograf jetzt im Moment, so wir machen so wie eine Workshop. Wir haben immer, also wir lernen immer neue Stile von er. Heute haben wir auch vom Video gelernt. Das machen wir auch ganz selten, aber weiß nicht, letzten Monat zum Beispiel war ich nicht nur als Tänzer beschäftigt, aber auch als Choreograf. So, ich hatte eine Choreografie für meine Kollegen auch entwickelt. Und dann, also die Rollen sind ein bisschen anders. Immer noch Training morgens und dann muss ich meine Kreativität weiter zu meinen Kollegen teilen. Zum Thema Migration und Ausbildung nochmal. Wie international ist die Tanzszene hier in Oldenburg eigentlich? Ja, wir sind voll gemischt. Wir haben von Israel bis Brasil, Korea, Estonia, Kuba, Italien, Frankreich, ist voll gemischt. Und gibt es auch deutsche Tänzer hier? Leider nicht. Wir haben keine deutschen Tänzer hier, aber in Rostock, wo ich früher gearbeitet habe, hatte ich sechs deutsche Kollegen. Und kannst du vielleicht nochmal einen Überblick geben, wie genau diese Ausbildung ablief? So, ja, die Ausbildung in der Baluga-Schule, am Anfang wollten wir das auf Deutsch machen. Die haben es gemerkt, dass wir konnten nicht so viel tanzen und dann plötzlich mit unser Deutsch, das war nicht perfekt, sitzen und Anatomie auf Deutsch lernen, das hat nicht gekommen. Aber dann haben wir es gewechselt und dann haben wir es auf Englisch gemacht. Voll in Ordnung für die Direktors, aber ja, wir haben, die Ausbildung war, wir fangen 8 Uhr mit Tanzgeschichte, Anatomie, Musik und dann ungefähr um 12 Uhr haben wir mit dem Tanz angefangen. Das läuft für 3 Jahre lang, ist wie eine Universität, da bekommt man einen Bachelor of Arts, Spezialität Tanz und dann später kannst du einen Master in Pädagogie oder Choreografie auch machen. Gibt es in der Tanzausbildung international denn große Unterschiede? Ja, aber alle haben was Besonderes. Also wir Kubaner sind bekannt für klassisches Ballett und für viel Beweglichkeit in den Körper. Die Spanier sind voll Temperament und alles super schön, wenn die tanzen. Die Französischen haben so eine Hochstile. Die Russen sind auch voll technisch eigentlich. Und die Deutschen? Und die Deutschen sind, also als früher gesagt, sind mehr zeitgenössisch, ist mehr wie sagt man? Expressionists. Ja.
zum Thema Toleranz und Offenheit. Ist denn dann die Herkunft in eurer Kompanie in Oldenburg überhaupt ein großes Thema? Nee, gar keine. Ich habe wie gesagt bekommen. Und zum Abschluss eine letzte Frage. Könntest du dir vorstellen, nochmal zurück nach Kuba zu gehen, beziehungsweise zieht es dich wieder dahin zurück? Wahrscheinlich, ja. Das könnte eine Möglichkeit sein. Wenn das weiter mit der Choreografie geht, auf einen Punkt muss ich den Wechsel machen und das wäre ganz interessant in Kuba einfach als Choreograf arbeiten oder vielleicht eine Kompanie da veröffentlichen. Das wäre ganz interessant für mich. Ja, dann vielen Dank für das Interview und noch viel Erfolg. Danke für die Einladung. Ja, perfekt. Während unserer Reise durch Oldenburg konnten wir eine große Vielfalt an Menschen und ihre Geschichten kennenlernen. Gemeinsam haben wir festgestellt, so bunt ist unsere Stadt. Wir haben eine pharmazeutisch-technische Assistentin aus Syrien kennengelernt, waren in der Uni zum Gespräch mit einem Soziologieprofessor, haben Einblicke in eine Goldschmiede bekommen. Wir haben Möbel Bus und seine Mitarbeiter kennengelernt. Wir waren bei ProConnect und haben herausgefunden, wie Geflüchtete Anschluss an den deutschen Arbeitsmarkt finden. Und zu guter Letzt haben wir einen kubanischen Tänzer zu seiner Karriere befragt. Durch sie alle haben wir gesehen, dass eine Ausbildung in einem Beruf einen wichtigen Beitrag zur Integration leistet. Nach den gewonnenen Eindrücken verabschieden wir uns nun hier bei Werkstatt Zukunft. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.